Hallo, Blubber-Freunde und herzlich willkommen zu der neuen Folge von Aus dem Alltag geblugger. Hallo, liebe Blubber. Hallo, liebe Blubber-Freunde und herzlich willkommen zur Folge 5 von Aus dem Alltag geblubbert. Es ist immer noch Montagabend, so wie in Folge Nummer 4. Ich habe mich mittlerweile abgeregt, muss mich nicht mehr über solche Quatschköpfe bei Facebook aufregen und bin so ein bisschen unter Zeitdruck. In einer Viertelstunde muss ich nämlich schon los zur Probe und ich stecke immer noch im Chiller-Outfit. Aber wie hat das die Mareike Amado damals gemacht? Ich gehe jetzt in die Zauberkugel oder in den Zauberkühlschrank und bin dann gleich fertig. Okay, probieren wir aus. Also, tschüss. Tada! Drum. Hätte ich jetzt so ein richtig cooles Schnittprogramm oder einen Snapchat-Filter, den würde ich mir jetzt draufpacken mit ganz viel Glitzer und tada! Engelsstimmen, die jetzt im Hintergrund singen. Ja, ich bin fertig für die Probe. Und werde jetzt gleich loslaufen, im Regen, mit Regenschirm. Und mal gucken, was der Abend so bringt, wa? Sieht man da überhaupt eine Veränderung? Naja, ich habe zumindest nicht mehr meinen Schlabberpulli an. Und ich habe Lipgloss drauf. Das sieht man auch. Hat doch. So ein bisschen was hat die Zauberkugel schon gebracht. Besonders schön auch die Getränke, die Flaschen hier im Hintergrund. Profianka. Guten Morgen, ihr Lieben, am Samstag. Ja, es sind jetzt doch so einige Tage ins Land gezogen. Mein Urlaub ist vorbei, ja. Aber ich habe ihn echt genossen. Ich habe sehr viel ausgeschlafen. Jeden Tag wirklich. Ich bin nie vor 10 Uhr aufgestanden. Sehr geil. Ich musste einiges an Schlaf nachholen. Und habe viele schöne Sachen erledigt. Nicht viel, aber einfach so, dass ich mich wohlgefühlt habe in meinem Urlaub. Bisschen Gartenarbeit, mich mit lieben Menschen getroffen. Dann natürlich ganz viele Theaterproben. 4-mal diese Woche haben wir uns getroffen. Das Wochenende habe ich jetzt frei. Und ich dachte mir, ich schmeiß mal wieder die Kamera an und nehme euch so ein bisschen mit. Also es wird wieder ein unspektakuläres Wochenende. Aber ich kann euch vielleicht so ein bisschen was zeigen. Gestern übrigens war unser Stammtisch-Urgestein Oliver Kern im Fernsehen bei SWR in der Landesschau live. Das war total cool und deswegen bin ich auch zu spät zu meiner Theaterprobe gestern gekommen. Aber ich musste mir unbedingt seinen Live-Auftritt anschauen. Und ja, Oliver, solltest du das sehen an dieser Stelle? Ich bin sehr stolz auf dich. Der ganze Stammtisch ist stolz auf dich. Wir stehen alle hinter dir und freuen uns total für dich. Möchte ich mich mal wieder so ein bisschen um meinen
Blog kümmern. Den habe ich jetzt wirklich in letzter Zeit sehr vernachlässigt. Jetzt muss ich mal ein bisschen updaten. Meine Rezensionen, die eigentlich schon alle geschrieben sind, so langsam mal vorbereiten, dass ich sie auch veröffentlichen kann. Dann ein bisschen schauen. Ich habe doch immer auf der rechten Seite auf meinem Blog das Buch, das ich gerade lese. Da steht jetzt seit anderthalb Monaten schon das Buch von Thomas Thiemaier drin, Evolution. Das hat sich natürlich mittlerweile auch geändert. Und ich glaube, das mache ich heute so ein bisschen und ich werde auch ein Video filmen. Und zwar gibt es ein Plan with me in meinem Bullet Journal. Da möchte ich mit euch gemeinsam quasi den nächsten Monat vorbereiten, mein Setup. Und es gibt passend dazu ein Gewinnspiel. Vorerst abgeschlossen, Rezension ist online, nachher muss ich noch so ein paar Kleinigkeiten machen, aber das, was ich machen wollte, ist auf jeden Fall erledigt. Ich habe mir außerdem, Trommelwirbel, ein neues Handy bestellt, endlich, und es ist diesmal keins von Sony geworden, sondern ein Samsung-Handy. Ich bin schon tierisch gespannt, hoffe, dass es heil bei mir ankommt und werde es euch dann in einem der nächsten Vlogs bestimmt mal zeigen. So, ich sitze jetzt gerade oben bei mir direkt unterm Dach. Hier ist es schön kuschelig warm, die Sonne scheint hier so schön rein. Und werde mich jetzt an mein Bullet Journal setzen. Diesen Einblick hatte ich euch ja schon mal gezeigt. Hier hatte ich meine Dailies gemacht. Das war in der Woche, in der ich noch gearbeitet habe. Und da habe ich dann gar nicht mehr weitergeschrieben. Und ja, für diese Woche habe ich gar kein Bullet Journal genutzt, weil ja, ich habe mir keine festen To-Dos gesetzt, beziehungsweise immer nur das gemacht, was ich machen wollte. Und jetzt geht's aber wieder los, jetzt plane ich die nächste Woche und wie schon angekündigt, nehme ich euch diesmal dabei mit. Ich werde jetzt hier noch so ein paar Vorbereitungen treffen und dann die Kamera anschmeißen und jetzt klingelt das Telefon. Ja, ihr Lieben, da klingelt einmal das Telefon und schwuppsdiwupps ist ein ganzer Tag vorbei. Er war noch sehr erfolgreich und sehr schön, das kann ich euch an dieser Stelle schon mal sagen. Wir haben es jetzt mittlerweile 12:30, ich bin müde, bin aber sehr, sehr, sehr zufrieden und habe alles erledigt, was ich erledigen wollte. Zudem kommt noch dazu, dass ich ganz spontan noch auf eine Geburtstagsfeier gegangen bin, saß heute noch ganz gemütlich mit der Familie zusammen. Mein Onkel hat seinen Geburtstag gefeiert. Und ja, das Video ist fertig gedreht, es ist schon fertig geschnitten und hochgeladen, bearbeitet. Es geht morgen früh pünktlich online. Der Rabattcode ist generiert von der lieben Sabrina aus ihrem Stickershop und ich bin happy. Ich bin happy. So kann eigentlich jeder Tag enden mit so einer Zufriedenheit. Jetzt freue ich mich auf mein Bett, werde vielleicht noch, ja, ich glaube, ich werde vielleicht noch eine halbe Folge von der Soko gucken. Ich glaube, da komme ich nicht drum herum. Das brauche ich jetzt zum Abschalten. Und ja, es ist blöd, euch jetzt eine gute Nacht zu wünschen, denn ihr guckt jetzt dieses Video wahrscheinlich weiter. Ne, nicht abschalten. Ich wünsche euch, naja, ich wünsche euch jetzt einfach mittendrin mal eine gute Nacht und mal gucken, was der morgige Tag so bringt, ne? Sag mal, habe ich euch heute erzählt, dass ich jetzt endlich meinen Namibia-Trip buchen kann? Oder habe ich das vergessen? Wie dem auch sei, ich gehe jetzt mit diesem guten Gefühl ins Bett und werde euch dann morgen mehr erzählen. Ich krieg mich nicht mehr vor Lachen. Okutala, die Farm in Namibia, auf der ich war, hat gerade ein Video bei Facebook gepostet und ich krieg mich nicht mehr vor Lachen. Ey, das ist so geil. Also, guck mal. Das war Cameron, das Erdmännchen. Und dass Erdmännchen sehr bissig sind, das habe ich ja am eigenen Leib erfahren, am eigenen Fuß, ne?
Also lieber Pfau, mein Mitleid geht an dich. Ich kann, kann das total nachvollziehen. Sonntag geht jetzt langsam, aber sicher zu Ende. Ich habe es mir jetzt hier so richtig gemütlich gemacht und werde wahrscheinlich noch ein bisschen lesen oder vielleicht noch ein Filmchen anschauen, mal gucken. Auf jeden Fall muss ich gleich noch meine Muffins aus dem Ofen holen. Dann wird ein Kerzchen angezündet, der Tee steht hier schon und Chilly Willy Time, ne? Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen, denn auch dieser geht jetzt hier mit diesen Worten zu Ende. Er war diesmal ein bisschen anders im Gegensatz zum letzten Vlog. Im letzten Vlog habe ich ja so viel geblubbert und diesmal gab es einfach mehr Schnittbilder. War mal ein bisschen was anderes. Ich liebe es, mich hier so ein bisschen rumzuprobieren und ein bisschen zu basteln. Und da ich eh nicht so viel zu erzählen hatte, ja, hat sich das eben angeboten, euch einfach so ein paar Bilder zu zeigen. Thema Okutala, da hatte ich ja gestern Abend noch gesagt, möchte ich mit euch drüber sprechen, aber das verschiebe ich mal auf einen der nächsten Vlogs, denn wenn ich dann wirklich buche, dann seid ihr quasi live dabei und dann kann ich euch noch so ein bisschen was über meine nächsten Reisepläne verraten. Jetzt wünsche ich euch noch einen ganz, ganz schönen Tag oder einen schönen Abend, eine gute Nacht, einen guten Morgen, wie auch immer, wann ihr dieses Video schaut. Und würde mich freuen, wenn ihr dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut!